Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution Herausforderung. Ja, wir spielen ja die Herausforderung auf höchsten Schwierigkeitsgrad und ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Das war, glaube ich, ist schon ein bisschen her jetzt, dass ich aufgenommen habe. Das war, glaube ich, wir hatten gerade den Keratosaurus fertig und so langsam, aber sicher kommt der Park in Schwung. Und ihr habt mir auch in die Kommentare wieder einige Tipps geschrieben. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich habe mir das hier alles auf den Zettel notiert. Zum ersten Mal haben wir da einen Namen für unseren Keratosaurus. Da hat nämlich der liebe Fünfhennig den Namen Bulldozer in die Kommentare geschrieben. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Der Name ist wirklich passend. Du hast es mit einem L geschrieben. Ich schreibe es mit zwei, schreibt man es, glaube ich, richtig. Hast du dich wahrscheinlich vertippt oder sowas? Also, wir nennen unseren Keratosaurus Bulldozer. Ist wirklich ein schöner Name dafür. Und dann würde ich sagen, fangen wir an, machen noch die anderen Tipps. Die arbeiten wir mal eben schnell ab. Da haben wir mal den Lord Wuschel, der hat geschrieben, am Anfang die Preise von den Fastfood-Restaurants hochschalten. Das machen wir mal eben. Dino-Häppchen kosten, wir lassen auf jeden Fall die günstigen, machen die aber noch höher. Oh, meint ihr echt? 10? Wir machen die mal auf 8, ja. Okay, 8. Hatten wir noch ein Restaurant? Ne, das war unser einziges Restaurant. Und später soll man die Preise wieder runterstellen, meinte er. Und zum anderen hat er geschrieben, Forschungen auf das Tempo von Forschung und Expedition soll ich ausführen. Da schauen wir mal eben. Wir haben nur 300.000, also es könnte ganz schön knapp werden. Jetzt bin ich natürlich falsch. Forschung ansehen. Auf jeden Fall schon mal, Lord Wuschel, vielen, vielen Dank für deine Tipps. Und wir schauen mal eben, wo das geht. Was sind wir denn hier Fossilien? Ihr müsst mir auf jeden Fall noch helfen. Ich weiß nicht, wie ich neue Fossiliengebiete erforschen kann oder freischalten kann. Ich habe keinen blassen Schimmer. Dabei müsst ihr mir auf jeden Fall helfen. Wo kann man das denn machen? Gebäude-Upgrades? Warte mal. Forschungstempo. Hier ist das doch auch nicht. Restaurant, Kleiderladen, Sturmabwehrstation. Die müssen wir auf jeden Fall lernen. Ich würde sagen, die machen wir jetzt auch mal eben. Und das, was du meinst, das finde ich gerade gar nicht, muss ich sagen. Genetisch kann auch nicht sein. Gehege? Nee. Es scheint es gar nicht zu geben. Also, was ist das hier bei? Doch, da! Extraktionstempo. Das hätte ich lernen müssen. Und Inventarplatz kann man auch noch lernen fürs Fossilienzentrum. Das ist ja auch nicht schlecht. Und natürlich das Ausbrütungstempo. Na nee, das brauchen wir nicht unbedingt. Wo ist denn das Forschungszentrum? Ach, das können wir noch nicht lernen. Okay. Inselbewertung von 1 Stern brauchen wir dafür. Na gut. Ja, machen wir weiter. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank nochmal an dich, Lord Wuschel, für die ganzen Tipps. Werde ich später dann auf jeden Fall berücksichtigen. Wir erforschen jetzt erstmal die Sturmabwehrstation und haben das Hyangosaurus-Genom vollständig. Ich hoffe, den... Meint ihr, wir könnten hier noch einen Hyangosaurus mit reinpacken? Gleich mit ihm hier los. Ist er noch glücklich? Weil wir haben ja seine Kumpagnon verkauft. Ne, 1 bis 20, also der ist glücklich. Also die Hildegard. Was haben wir denn hier? Lassen Sie einen Edmontosaurus mit der Bewertung 21 frei. Das machen wir mal eben. Wenn wir uns das leisten können, mal schauen. So, Edmontosaurus. Bewertung von 21. Bewertung von 23 hat er schon, aber ich würde sagen, wir boosten das noch ein ganz bisschen. Aber das bringt nicht wirklich was. Wir haben halt nichts freigeschaltet. Das ist echt heftig, das ist auch mega ungewohnt. Ja komm, machen wir eine drauf. Wo, was macht das denn geldtechnisch? Nee, lieber nicht. Wir haben nicht so viel Geld. Aber wir brüten auf jeden Fall mal einen Edmontosaurus aus. Ich weiß gar nicht, wie viele man vom Edmontosaurus braucht. Ich finde es echt schade, dass man das hier nicht irgendwie mal nachgucken kann. Dass man nicht zum Beispiel hier mal schauen kann, wenn man die anklickt, dass hier nicht steht, wie viele Dinosaurier man dann letztendlich von der Rasse Edmontosaurus braucht, damit die glücklich sind. Oder wie viel Platz und so weiter. Also das steht halt nirgendwo. Das steht meine Meinung nach... glaube ich auch nicht in diesem, ja, dieses Dinosaurier-Wiki oder was das ist. Das kann man irgendwie hier jetzt eh nicht aufrufen. Aber gut, Fossilien waren auch neue da, glaube ich. Ja, sehr schön. Die können wir extrahieren. Das können wir verkaufen. Und dann schicken wir natürlich wieder unser Team los, wenn wir noch irgendwo Ausgrabungsstätten haben. Da oben links habe ich schon eine gesehen. Nehmen wir die doch mal. Das ist nur Struthiomimus, aber besser als nichts. Und dann müssen wir echt weitermachen. Also der Edmontosaurus kommt gleich. Was haben wir hier noch? Jetzt sagen wir, machen einfach mal zwei davon. Warum nicht? Und dann können wir den Sinoceratops auch noch machen. Das ist auch eine coole Idee.
Petrizi ist auch glücklich. Sehr, sehr schön. Natürlich noch mehr Gästeläden brauchen wir auch auf jeden Fall. Schutzraum haben wir schon. Jetzt fehlt uns natürlich wieder das nötige Kleingeld, aber so ist das nun mal. Gewinn aus Gästeanlagen, 15.000. Ja, erstmal hinkriegen, ey. Eieieiei. So, damit haben wir unseren Edmontosaurus. Er kommt da. Falls ihr einen guten Namen für den Edmontosaurus habt, dann schreibt es auf jeden Fall auch unten in den, nicht in den Chat, in die Kommentare. Und beim nächsten Video werde ich dann eventuell euren Namen auswählen. Das lassen wir jetzt erstmal so benannt. Das passt schon. Fossilien sind wieder da, das ist auch sehr schön. Wir machen mal kurz hier eine Lücke rein. Dann kann er da auch Ich wusste, durchlaufen. dass Sie diesen Auftrag erfüllen können. Und mein Glaube an Sie wurde belohnt. Danke. Ach ja, das war ja sogar eine Mission, das mit dem Edmontosaurus. Schon wieder vergessen gehabt. Und dann nehmen wir mal eine Unterhaltungsabteilungsmission Denken an. Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Das Auftrag ist sehr macht es gut. möglich. Fotoschießen kriegen wir hin. So, DNA extrahieren. Dann sollten wir den gleich auch auf. Es kann gut sein, dass er jetzt gleich frisst. Wir sollten mal eben schnell losfahren. Ich hoffe, wir schaffen das. Let's go. Aus dem Weg, Leute. Ich muss ein Foto machen. Luca auf. Ja, er frisst noch nicht. Er trinkt gerade. Sturmabwehrstation. Ja, kennen wir schon alles. Danke, danke. Die Futterstation können wir sogar gleich mal auf. Haben wir ihm Angst gemacht, glaube ich. Oh, 90.000 kostet das. Oh, jetzt habe ich. Ups, Entschuldigung. Habe ich rausgetappt aus Versehen. Warum auch immer. Wir sind jetzt hier schon wieder. Oh, Struthiomimus ist erkrankt. Er ist ganz schön anfällig, der Struthiomimus. Aber es ist gut, dass wir gerade da sind. Boah, ich habe ihn getroffen. Haben Sie das gesehen? Skillshot im Laufen. Sehr schön. Damit haben wir die Erkältung unter Kontrolle gebracht. Es wird tatsächlich erst schlimm mit den Krankheiten, wenn wir Krankheiten noch nicht erforscht haben. Dann wird das grauenhaft werden. Und der Edmontosaurus scheint gerade noch nicht essen zu wollen. Dann lassen wir mal eben den Bruder von ihm auch noch frei. So, kann mal rauskommen. Für den Edmontosaurus zählt natürlich das Gleiche. Bitte einen Namen unten in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück nehme ich dann euren Namen. Und jetzt müssen wir hoffen, dass hier gleich mal einer von den Dinos frisst. Ich hoffe, das Gehege ist noch groß genug für die Jungs. Dieser Dino, der Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Oh, hier habe ich noch gar kein Tor drin. Ne? Bin ja schon dafür bekannt, dass ich Tore vergesse. Das bauen wir auf jeden Fall mal eben rein. Du musst hier bleiben. Wir brauchen jetzt jemanden, der hier frisst. Oh, hier. Das ist sehr gut. Sehr gut, Kleiner. Wunderschönes Bild. Wahrscheinlich jetzt nur Tausender wert, das geht schon. Aber wir haben die Mission geschafft. Damit können wir Schönes weiterspielen. Foto. Wir bauen mal eben hier. Na, Okay, können wir nicht lassen Sie sich zubauen. das jetzt nicht zu Kopf steigen, aber das war beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Ja, selbstverständlich. So, erreichen Sie eine Dinosaurierbewertung von 1-0. Das wird gar nicht mal so einfach werden, glaube ich. Wir machen nochmal einen davon. Aufträge sind unser tägliches Brot. Und wer mag schon kein Brot? Sinoceratops wollte ich eh als nächstes machen. Ich hoffe, ein Sinoceratops Sie kann wissen alleine wahrscheinlich, was ein leben. Fototermin ist. Bei Steht hier diesem wieder leider Auftrag nicht. geht es genau darum. Ansonsten müssen wir nämlich gleich noch Fototermin einen für die erstellen. Das wäre echt Unterhaltungsabteilung. ärgerlich. Also knipsen Sie mal munter Das drauf lohnt sich schon los. wieder nicht, diese Billigmodifikation. Machen wir mal so, ganz normal. Drücken wir den mal aus. Dann können wir das Loch hier im Zaun noch erstmal lassen. Das passt. 100%, 100%. Scheint keiner unglücklich zu sein von den Jungs. Sehr gut. Dann können wir hier auch nochmal was bauen. Und zwar einen Souvenirladen. Haben wir den schon? Nee, ich glaube nicht. Ah, das ist aber gut. Das hilft uns dann auf jeden Fall auch bei den Gästeanlagen gewinnen. Den Strom. Oh nein, ich habe schon wieder keinen Strom mehr. Shit.
Habe ich hier noch Platz? Natürlich nicht. Das heißt, wir müssen gleich erstmal ein neues Kraftwerk bauen. Das ist gar nicht gut. Souvenirladen muss ich dann gleich mal eben. Obwohl, wir können eigentlich das ACU-Zentrum erstmal deaktiviert lassen. Das passt schon. Oder nicht versorgt lassen mit Strom, weil. Was sind hier für Skins? Ich nehme mal den Orangenen. Weil. Das brauchen wir ja gerade nicht. Das passt schon. Das sind nur Ceratops brütet. Das ist gut. Oh, ich habe die Fossilien-Dinger vergessen. Fossilien ansehen. Ich habe den gar nicht losgeschickt. Oh nein. Das ist aber auch alles. Alles nicht mehr am Start. Was wir jetzt auf jeden Fall mal erforschen. Forschung ansehen. Machen wir jetzt das Tempo oder machen wir es nicht? Wo waren das jetzt noch gleich? Das war hier, ne? Eigentlich brauchen wir das nicht. Also das brauchen wir definitiv noch nicht. Inventarplatz brauchen wir auch nicht. Wir haben ja gar keine Ausgrabungsstätten, wo wir irgendwas machen könnten. Wir könnten eigentlich einen neuen Dino hier erforschen. Das wäre ja wahrscheinlich sogar schon fast am sinnvollsten. Mit den Dracorex. Der ist, glaube ich, recht einfach zu handhaben. Dann können wir nämlich wieder, oder dann schalten wir neue Forschungs- oder Ausgrabungs-, ja, ihr wisst, was ich meine, frei, ne? Also ich denke, das könnte schon helfen. Der Sinoceratops ist auch gleich fertig. Ja, heute geht es ganz schön rund hier in der Folge. Es läuft gut. Was kostet denn mich ein neues Kraftwerk eigentlich? 500.000. Eieieiei. Ah, das ist natürlich eine Hausnummer. Was willst du machen, ne? Gut, er ist fertig. Der Sinoceratops braucht natürlich auch einen Namen, ihr wisst Bescheid. Und dann schauen wir mal. Sinoceratops ist meiner Meinung nach auch ein sehr schöner Dinosaurier. Auch schon mit dem Standard-Skin. Sieht sehr nice aus. Dieser Sinoceratops könnte interessant sein. Sinoceratops, ey. Ich komme da irgendwie nicht drauf klar, dass sie das so aussprechen. Genau wie mit dem Ceratosaurus. Jetzt ist die Frage, ist das ein Einzelgänger? Das wollte ich nachgucken. 1 bis 15. Oh, perfekt. Was ist das? Bestand, alles super. Okay. Sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus, muss ich mal sagen. Einzige, was fehlt, ist Geld. Dinosaurierbewertung. Wie kriege ich den denn jetzt hier hoch? Oh, meine Dinosaurierbewertung ist übelst niedrig. Holy shit. Wie soll ich denn die Mission hier schaffen? Never ever, die kann ich abbrechen. Kann ich lieber andere Missionen annehmen, Leute? Kann ich hier gar keine annehmen, freiwillig? Oh nein, jetzt habe ich irgendwas Ich habe angeklickt. etwas Neues, das Sie sich ansehen sollten. Brüten seinen Fleischfresser aus. Na gut, dann machen wir halt Wir gleich noch kümmern uns einen um alles. Ceratosaurus Also im geben Sie zweiten. Acht auf die Dinosaurier und unsere Gäste und auf sich selbst. Ja, na klar. Ist easy. So, Souvenirladen können wir auch mal eben die Kosten auf jeden Fall erhöhen. Oh, guck mal den Gewinn an. Das optimieren wir mal. Wie toll kann man die da machen? Ach, guck mal, das sinkt dadurch, weil das weniger kaufen dann. Im Prinzip ist das, glaube ich, das Beste. 19 Dollar ist mega übertrieben, oder? Egal, wir lassen das mal auf 19 Dollar. Das hier. Oh, hier können wir auch noch boosten. Schaut mal. Oh. Gesamt pro Minute. Wie teuer, dass man das machen kann. Okay, da sinkt es wieder. Heißt, die Leute sind echt bereit, richtig viel Kohle zu zahlen. Hab ich doch. Das. 1400. Klingt doch super. Nice. Schauen wir mal, ob uns das was bringt. Forschungszentrum ist wahrscheinlich auch noch dabei. Ja, 4 Minuten verbleibend. Problem. So, im Prinzip, ich würde gerne hier noch einige andere Sachen bauen, tatsächlich, aber erstens habe ich nichts freigeschaltet und zweitens fehlt uns das passende Kleingeld. Wir brauchen definitiv erstmal ein neues Kraftwerk und danach brüten wir am besten noch ein Ceratosaurus aus für unsere Mission und ach, Sinoceratops, der trinkt. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Oh nein. Machen wir mal eben hin. Die Mission habe ich auch noch offen. Ja, Kurzzeitgedächtnis lässt grüßen. So. Oh. Drifters misslungen.
Yay, neue Fahrzeugskin. Habe ich den jetzt durchs Driften freigeschaltet? Das wäre auf jeden Fall nice. Oh, der trinkt gerade. Ich habe gerade irgendwas von Sturm gehört, aber ist mir gerade egal. Wir nutzen die Chance. Geht das jetzt? Hat er getrunken? Ja, der trinkt doch gerade, oder nicht? Oder hat er da nur rumgeeidelt im Wasser? Dort draußen frisst ein Dino den anderen. Hier drinnen geht es nur um die Kosten, damit unsere Gäste dabei zuschauen können, wie ein Dino den anderen frisst. Die Hammond Foundation erachtet es als erforderlich, ihre Gebühren zu erhöhen. Sie geht also davon aus, dass sie sich das leisten können. Geborgenheit. Sozial. Oh, soziale Gruppe, doch zwei. Verlangt Wachsamkeit, oh mein Gott. Und Engagement im Umgang mit den anliegenden. Ich habe da gerade eins gelesen, oder habe ich den falschen angeklickt? Brauchen wir auf jeden Fall noch einen Sinoceratops. Ich hoffe, das reicht von der Zeit, bevor der Faxen macht. Hat die Mission jetzt geklappt? Wir leben nee, hat in sie einer nicht. Gefährlichen Welt und hier ist es noch schlimmer. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. Gott, das Gehege wird wahrscheinlich bald zu klein. Ich würde fast sagen, dass das der letzte Dino ist, den wir hier reinmachen. Schade, dass er jetzt gerade nicht trinkt. Aber der hat noch nicht getrunken, guck mal. Oder der hat bald wieder Durst. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier bleiben. Könnte sein, dass er jetzt gleich trinkt. Seht ihr das? Der ist schon nah am Wasser auf jeden Fall. Na komm. Du willst es doch auch. Na, natürlich will er jetzt nicht trinken. Das gibt's doch nicht. Ja, wir haben ja gleich noch einen neuen Sinoceratops. Der wird auf jeden Fall was trinken, wenn er aus der Station kommt. Muss ich nur dran denken eben. Würde tatsächlich gerne... Kann ich das verschließen? Warte mal. Ne, das kann man nicht schließen, ne? Ich könnte es nur öffnen. Ich würde tatsächlich gerne den Jeep da einsperren, damit der wartet, bis ich soweit bin, weil jetzt fährt er wieder raus und zurück. Muss ich den da gleich wieder hinfahren? Mega nervig. Aber gut, aber gut. Kostentechnisch sieht es jetzt auch nicht so nice aus. Wie sieht es denn überhaupt hiermit aus? Ah, guck an. Das heißt, wir können wieder unseren Heli losschicken und ein paar Fossilien holen. Oh, zwei Stellen haben wir sogar bekommen. Dann gehen wir natürlich zum Dracorex. Obwohl, Triceratops wäre viel klüger gewesen, weil ich glaube, das haben wir schon auf 100. Und wenn wir dann da Fossilien finden, dann können wir die verkaufen. Der Jeep fährt raus. Das gefällt mir nicht. Aber wir fahren ihn einfach gleich wieder rein. Ich warne dich, wenn du jetzt trinken gehst, ne? Dann bin ich sauer. Nimmt der Flüssigkeit über die Nahrung auf? Das war davor niedriger, oder? Oder irre ich mich da gerade? Mhm. Aber ansonsten ist er glücklich, ne? Stand sozial, Ausland. Das ist alles voll in Ordnung. Also wenn er gleich seinen Kompagnon kriegt, dann... Kompagnon. Dann ist er auf jeden Fall happy, denke ich. Ja, ja. Es ist echt viel Warten angesagt, aber es geht nicht anders. Was wir jetzt erst machen... Obwohl, nee, wir machen das jetzt so. Lassen ihn jetzt frei... Und in der Zeit schnappen wir unseren Jeep und fahren wieder ins Gehege, in der Hoffnung, dass er dann gleich trinkt und wir die Mission abschließen können und Geld bekommen. Der Heli kommt auch gerade wieder, wie ihr seht, da oben. Das ist auch super. Mach auf die Luke. Komm, das ist doch bestimmt Durst. Lass dich nicht stören von mir, ich bin gar nicht da. Nicht futtern, trinken. Geh erst trinken. Trinken. Gut aus. Ne, jetzt rennt er weg. Was ist er denn jetzt? Jetzt rennt er erst zu seinem Kollegen. Was machen die Jungs? Ah, sozialisiert sich. Okay. Na gut, dann wollen die sich erstmal anfreunden. Und dann geht's hier los. Also sind alle noch glücklich hier im Gehege. Scheint das Gehege hier scheint gut zu sein. Gut zu laufen. Jetzt geht er, glaube ich, trinken. Oder fressen. Ich hoffe, trinken.
Er geht fressen, so ein Mist. Das heißt, wir müssen noch mal eine Weile warten. Aua, aua! Junge! Der hat mich vorweggeschoben, habt ihr das gesehen? So, wir können aber schon mal das Kraftwerk bauen. Kleines Kraftwerk. So, wo es jetzt genau hinkommt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache, wir haben wieder Strom. Ja, welche Wege hatten wir denn? Die hier, ne? So. Wo ist der Jeep? Nicht rausfahren, Jeep. Jeep. Nein, du bleibst hier. Der wird gleich trinken. Ich muss das jetzt abwarten. Geht nicht anders. So. Aua! Aua! Mensch, was habt ihr denn heute? Schieb mich doch nicht weg. Komm, jetzt trink was. Du hast doch Durst. Und der? Ja, Sinoceratops trinkt. Perfekt. Wir haben es geschafft. Keine Selfies allerdings. Fotos, auf denen sie verspeist werden, kann ich nicht verkaufen. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke. Verkaufen die erstmal. Solange wir noch können. Wir brauchen die Kohle. Und schicken ihn natürlich wieder los. Fotos exzellent sind. So. Also betrachten Sie diesen Auftrag als erfüllt. So, was machen wir jetzt für eine Mission? Machen wir noch mal eine Sicherheitsmission. Nützt ja nichts. Wie wär's mit noch ein wenig mehr Stress? 1,5 Sterne. Wie hört sich ein neuer Auftrag an, ne? Boah. Bin erst bei 0,8. Das dauert viel zu lange. In der Zeit kann ich 100 andere Missionen erfüllen. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Oh, Auftrag beenden kostet Geld. Und ich musste den annehmen. Wow, das ist ja richtig mies. Okay, den kann ich doch nicht beenden dann. Das ist natürlich doof. Wir brüten hier nochmal ein Struthiomimus aus, damit wir ein paar Dinos freilassen können. Das sollte noch passen. Der Park läuft eigentlich ganz gut, oder? Sieht das hier aus? Boah, die machen gut Kohle. Der Shop hier macht auch ein Tausender. Vielleicht können wir hier noch mehr rausschlagen. Ne, geht nur runter. Wir waren schon ganz gut dabei. Na, das sieht gut aus. 21 Dollar. Scheint vernünftig zu sein. Danke auf jeden Fall für den Tipp. Das wird mir, glaube ich, mega helfen, was Geld verdienen angeht. Ja, ich wollte gleich noch einen Keratosaurus ausbrüten, aber dafür fehlt mir natürlich wieder das Geld. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Einfach nur, damit die Sicherheit steigt in meinem Park. Eine Sturmabwehrstation. Kann nicht schaden. Geht jetzt auch. Nee, ist gar nicht so teuer. Das geht eigentlich. Fossilien sind wieder da. So, verkaufen. Extrahieren und... Oh, das können wir sogar verkaufen. Das andere konnten wir nicht verkaufen. Also, solange wir können, machen wir es auf jeden Fall. Wir schicken ihn natürlich direkt wieder los. Zack. Na schön, Struthiomimus ist bereit. Ich denke mal, das mit den Namen brauche ich nicht immer zu erwähnen, ne? Ist, glaube ich, selbstverständlich. Schreibt einfach einen Namen rein und den passenden Dinosaurier dazu. Und dann, ne, wähle ich die einfach aus. In der nächsten Folge oder übernächsten Folge. Mal schauen, je nachdem. So, das Gehege hat jetzt 1, 2 Struthiomimus, 2 Sinos, 2 Edmonto und 1 Triceratops. Alle scheinen rundum glücklich zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch mehr reingehen. Bestand, bei ihm geht es auf jeden Fall. Bestand, bei ihm auch. Den haben wir noch. Struthiomimus. Bestand auf jeden Fall. Und den Triceratops. Bestand geht auch noch. Wir können tatsächlich noch einen Dinosaurier machen. Hm. Natürlich wäre es gut, wenn wir noch eine neue Art in unserem Park reinmachen. Aber der Hyangosaurus, der ist bestimmt zickig. Deswegen machen wir noch einen Triceratops. Auch wenn ich gesagt habe, ich will erstmal einen neuen Keratosaurus. Aber mehr ist mehr, jetzt wo ich gerade kann. Wir machen mal hier so einen Skin drauf, weil wir haben ja einen Skin für, das ist sehr gut. Damit sind wir wirklich schon wieder am Existenzminimum hier. 25.000. Nee, das wollte ich nicht. Den ansehen. Ich hoffe, ich kann hier einige Dinge verkaufen. Ja, kann ich. Und damit kann ich auf jeden Fall wieder eine Expedition starten. Das wird mir helfen.
Stunden. Guck mal, wir haben 2 Stunden von 12 Stunden. Also, es könnte klappen. Werden wir sehen. Bin auf jeden Fall gespannt, ob es klappt. Ich hoffe es auf jeden Fall, ne? Ihr hoffentlich auch. Weil ich möchte ja den Indominus Rex Skin freischalten. Und, aber bis jetzt läuft es ja ganz gut eigentlich. Also ich habe jetzt das Gefühl, es wird immer besser. Der Anfang war echt schleppend. Aber ansonsten läuft das schon. Und das sollte erstmal reichen. Ein Upgrade baller ich da schon mal rein. Souvenirladen, ich schau nochmal. Das Geld, das läuft rein durch die Läden. Das ist voll gut. Hätte ich nicht gedacht. Dann schauen wir nochmal die Forschungen an. Ja, die Frage ist, wann müssen wir denn... Ne, das ist genetisch. Wobei genetisch macht auch Sinn, wegen der Bewertung, ne? Fossilien. Ne, den brauchen wir nicht, ganz ehrlich. Erstmal noch nicht. Krankheiten wären natürlich noch gut. Gebäude-Upgrades. Ausfallschutz. Oh. Home-Upgrades. Na, ich weiß nicht. Gewinn pro Minute 55.000, das ist voll in Ordnung. Erfolgsrate, Ausbrühtempo. Ach, ich weiß nicht, was wir davon brauchen. Ehrlich nicht. Also, nicht vergessen, den loszuschicken, ganz wichtig. Und wir haben wieder einen Dinosaurier fertig. Das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Und damit sollten wir eigentlich dieses Gehege abschließen, würde ich sagen. Also, mehr sollte da nicht rein. Weil ihr müsst auch überlegen, das Gehege wird ja gleich wieder ein bisschen kleiner werden. Wenn ich den Zaun dazu ziehe. Schön. So. Ach, sogar das Alpha-Männchen. Cool. Wäre schön, wenn jetzt mal eben... Was nehmen wir? Hier, Wissenschaft. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung... Boah, die ist gut, die Mission. Die ist sehr gut. Können wir ganz fix machen. Fahrzeug lenken. Neues lebensfähiges genommen. Dracorex. Oh Leute, jetzt läuft's. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Ich denke, die Mission sollten wir hinkriegen. Ich bin gerade wirklich guter Dinge. Frage ist nur, wie schalten wir neue Ausgrabungsstätten frei? Wenn wir jetzt das Foto schießen, können wir gleich den Keratosaurus machen, den zweiten. So, wo sind die Sinoceratops, ne? Da vorne sind sie. Muss ja nicht schön sein. Ups, das geht schnell. Da. Zack. Boah, 12.000 sogar. Und Mission geschafft. Sie haben ein Auge für Bildkomposition. So. Ich hoffe, die sind noch alle glücklich, die Boys. Stand. 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 Ah, alles easy. Das Gehege ist super. Beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Das blieb nicht unbemerkt. Haben wir hier schon Skin für? Nee, leider nicht. Das bringt halt immer nur minimale Verbesserung hier. Die Mods. Komm, Härte der Zähne 1.0. Was soll der Geiz? Bringt zumindest ein bisschen mehr Bewertung. Damit brüten wir unseren zweiten Fleischfresser. Und damit schließen wir auch dann die Mission hier ab. Was machen wir als nächstes? Sicherheit. Ich gucke mal unten nach den Balken ein bisschen. Immer alles im Griff. Dieser neue Auftrag sollte also ein Kinderspiel sein. 107, oh Gott, was hat denn der? 106, nein, abbrechen. Das ist ein bisschen Minus gemacht, aber das passt gerade ganz gut. Ausbrüten. Machen wir einfach hier. 107, perfekt. Wir machen vielleicht nochmal einen drauf, damit wir auf jeden Fall safe das abschließen, weil nachher will der über 107 haben. 600.000. Das sollte klappen. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Ausbrüten fehlschlägt. Dann haben wir ein ganz großes Problem. Aber wir haben eine Lebensfähigkeit von 97%, also 3% Chance nur, dass da was fehlschlägt. Das ist easy. Wir schicken erstmal das Team los. So, extrahieren. Dracorexe können wir dann tatsächlich ein neues Gehege für bauen, würde ich sagen. Es muss ja nur ein ganz kleines Gehege sein. Irgendwo, ich weiß gar nicht, wo wir unseren Park weiterführen. Voll undurchdacht hier der Park. Aber gut, ich würde sagen, hier hinten rum einfach. So, im Weg. Ich mach schon mal hier Wasser weg. Und ein wenig die Bäume weg. Das geht ja sogar von den Kosten her. Ja, nur Kleingeld. Das ist easy. So. Oh, hier haben wir noch voll viel Platz. Seht ihr das? Ich gar nicht gedacht. Und dann führen wir den Park einfach, oder den Weg einfach, hier vorbei im Restaurant.
Schön. Und dann können wir nämlich hier das nächste Dracorex-Gehege bauen. Dafür brauchen wir aber wieder einige Dinge tatsächlich. Auf jeden Fall eine Beobachtungsgalerie brauchen wir. Natürlich eine Futterstation. Ja, aber es wird alles ziemlich teuer werden. Wir brauchen erstmal wieder ein bisschen Kohle. Forschen müssten wir auch wieder können, ne? Das habe ich vorhin gar nicht angeschmissen. Ich würde sagen, wir erforschen jetzt irgendwas. Nur was? Extraktionstempo. Komm, irgendwann werden wir es sowieso brauchen. Und je früher wir es haben, desto besser. War ja auch der Tipp von Lord Wuschel. Also, sollte ich mich schon dran halten, wird schon helfen. Da kommt der Helikopter, das ist sehr schön. Jetzt, wir können ihn sofort wieder losschicken. Zack. Na komm. Wo? Oh nein, ich habe kein Geld. Oh, wow. Oh, das war ein Abo. Dankeschön. Das Geräusch habt ihr gehört, ne? So, extrahieren. Oh nein, ey. Jetzt kann ich hier nicht mal was verkaufen. Das ist natürlich jetzt doof. Hätte vielleicht nicht extrahieren sollen. Ja, bevor ich jetzt was extrahiere, muss ich ihn erstmal losschicken. Das Ganze kostet mich 60.000. Krankheit ausgebrochen. Shit. Den hat's erwischt. Erkältung. Die habe ich zum Glück. Nehmen wir das Ranger-Team los. Boah, das kostet auch alles wieder Geld. 120.000 kostet das Auffüllen. Holy shit. Okay. Das merkt man alles gar nicht, diese Sachen. Wie die eigentlich kosten. Wer ist denn hier noch krank? Da. Ey, der wird doch ständig krank, der Kleine hier, oder? Ist doch gar nicht. Das Gefühl, der wird immer krank und er steckt die anderen an. Liegt bestimmt daran, weil er so ein unfertiges Genom ist, hatte, oder nicht? Hm, weiß nicht. Obwohl, nee, das ist der Neue. Das ist nicht der Alte, das ist nicht Hildegard. Na gut, so ist das. Ey, jetzt geh mal nicht zu den Trizis hin. Sinoceratopsen hin. Nachher steckst du die auch noch an. Lass die mal in Ruhe. Böse, böse, böse. So, dann können wir hier natürlich wieder anfangen. Zu extrahieren, das sollte passen. Ist hier immer noch was krank? Oh, da ist der nächste erkrankt. Zack. Zack. Und jetzt impf die, bevor gleich wieder der nächste krank ist. Das wird immer teurer hier. Und der nächste krank. Ey, jetzt ist hier eine Kettenreaktion entstanden. Junge, ich mach das jetzt selber. Er kommt nicht klar hier. KI ist zu doof. So. So, den haben wir, dann fahren wir weiter. Brauchen noch den Edmontosaurus. Geht auf jeden Fall schneller, wenn ich es selber mache. Ja, sie haben unseren Jungdinosaurierbestand wieder aufgefüllt. Jetzt können wir mit 100% Effizienz weiterforschen. Reicht das jetzt? Schießt zur Sicherheit noch einen rein. So, jetzt sollten alle geimpft sein, oder? Erhaltung. Bauen, verbinden sie. Hotel. Oh ja, ein Hotel ist auf jeden Fall gut. Und der nächste ist krank. Leute, guckt euch das an. Die Kettenreaktion, die zieht sich hier durch. Das ist doch gar nicht, ey. So, haben wir getroffen. Am besten noch einen reinballern. So. Sollte reichen. Perfekt. Haben wir jetzt die Krankheit eingedimmt? Oder ist schon wieder der... Ey, guckt euch das an. Der nächste ist krank. Was geht denn hier jetzt ab? Die wollen mich doch verarschen. Ich habe mich schon mega beeilt. Okay, extrahieren. Extrahieren, extrahieren. Aber so gefällt mir das. Jetzt geht das hier Schlag auf Schlag alles. Wir haben, müssen keine Wartezeiten mehr. Wir haben immer zu tun. Er impft gerade den letzten Moment. Jetzt gerade sieht es gut aus mit der Krankheit. Sehr schön, wir haben es geschafft. Und der Keratosaurus ist fertig. Also keine Pausen hier. Es geht immer weiter. So, sehr schön. Und dann müssen wir mal eben unseren ACU-Heli losschicken. Täuben ihn. Und dann kommt er rüber hier. Ich hoffe, die verstehen sich. Weil, wenn die irgendwie Faxen gegeneinander machen, das wäre das Letzte, was ich gebrauchen könnte. Dass die sich hier jetzt killen oder sowas. Das wäre auf jeden Fall gar nicht gut. Aber das wird schon nicht passieren. So, Dracorex werden schon nicht viel Platz brauchen, denke ich mal.
Meint ihr, das reicht für einen Dracorix? Locker, ne? Oh, zu teuer. Ups. Okay, ich baue auf jeden Fall dann gleich einfach die Kurve hier zurück. Und dann sollten wir das nächste Gehege fertig haben. Das passt, denke ich. Fossilien haben wir auch noch. Ich hoffe, der hat mal wieder was Gutes gefunden. Natürlich nicht. Ey, komm. Brauch Kohle. Junge, Kohle. Den schicken wir rüber hier. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Kein Strom. Okay, aber das liegt nicht daran, dass wir... wir müssen nur so ein Ding hier bauen. Können wir uns aber jetzt tatsächlich leisten sogar. Okay, das war nicht schlecht. Wir bauen es aber am besten so, dass wir möglichst viel Freiraum noch haben in andere Richtung. So, 5000, das geht klar. Perfekt, damit sollten wir Strom haben. Können gleich den Weg, den können wir jetzt auch schon verbinden. Und dann müssten wir gleich noch den Zaun fertig bauen. Und dann können wir schon die ersten Dracorexe ausbrüten. Das sollte passen jetzt von den Kosten. Ich hoffe nur nicht, dass ich ins Minus gerate. So, perfekt. Nicht schön, aber zweckmäßig mal wieder. Der Keratosaurus wird rübergebracht in sein Gehege. Das ist auch gut. Und dann können wir eigentlich schon... Ah, wir haben kein Geld leider. Aber die Hammond Foundation Gebühr ist echt schon mega teuer, wie ihr seht, bei 184.000. Aber wir haben trotzdem noch einen Gewinn von 55.000 pro Minute. Also es läuft. Forschung abgeschlossen, Extraktionstempo. Ja gut. Habe ich den eigentlich losgeschickt? Nee, habe ich nicht. 2.000 haben wir nur noch an Geld. Ist schon wieder knapp. Ja, da war auch nichts Praktisches hier gefunden. Ich setze mal ganz kurz einen Cut hier. So, und da geht's schon weiter. Zustellung wurde abgeschlossen. Der Keratosaurus landet. Ich hoffe, die beiden werden sich verstehen. Sollte aber eigentlich passen. Oh, das Gehege ist fast zu klein, wie ihr seht. Gerade so. Perfekt ausbalanciert. Und man kann sogar bis zu 3 Keratosaurus halten in einem Gehege. Nicht schlecht. Wie sieht's denn mit unserer Dinosaurierbewertung eigentlich mittlerweile aus? Das würde ich gerne mal wissen. Die ist immer noch so schlecht. Das gibt's auch gar nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass wir den ersten Stern nie erreichen werden. Naja, wir haben ja unser nächstes Gehege. Haben nur gerade kein Geld. Aber wir haben noch Fossilien am Start. Können hier noch... Wir sollten... Es ist schwierig. Wir müssen halt immer bedenken, dass wir unseren Dings gleich wieder losschicken müssen vom Geld. Aber das sollte passen. 60.000. Er kehrt jetzt zurück. Das ist super. Die Geschäfte laufen auch noch. Oh, das läuft sogar tatsächlich besser als vorher, oder? Die Souvenire? Glaube ja. Also die scheinen ordentlich Kohle abzubringen oder abzuwerfen. Oh, das auch, guck mal. Die haben richtig Hunger, die Leute. 2000 schon, bringt uns das ein. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir mehr Gäste kriegen durch die weiteren Dinosaurier, die wir hier gebaut haben. So, mal schauen, was der Schönes gefunden hat. Das ist sehr gut. 2x Rhodium. Damit haben wir wieder ein bisschen Kohle am Start. Können hier extrahieren. So, Fossilien ansehen. Wir werden auf jeden Fall alles extrahieren, was wir haben. Wir haben ja mittlerweile wieder ein bisschen Kohle am Start. 180.000 haben wir noch. Das könnte rein theoretisch schon für die Gestaltung von dem Gehege hier reichen. So, viel brauchen die ja nicht. Hier ein bisschen Wasser. Zuck. Ein paar Bäumchen. Denk mal, man wird ein paar mehr von den Dracorexen brauchen im Gehege. Aber die werden nicht so anspruchsvoll sein, was die Gehegegestaltung angeht. Ich packe da mal einfach so ein paar Bäumchen rein, noch ein paar Büsche dazu. Und das sollte eigentlich schon... Mir gefallen tatsächlich die Bäume hier nicht so im Wasser. Das sollte eigentlich schon reichen. Wir können hier hinten vielleicht noch einen machen. Na komm. So. Und dann müssen wir noch eine kleine Futterstation. Die batschen wir auch mal hier hin. Da, zack. Damit ist das Dracorex-Gehege fertig. Dann können wir gleich Dracorexe ausbrüten, sobald die auf 100% sind, würde ich sagen. Wo haben wir sie denn da? 87%. Das sollte nicht mehr lange dauern. 150.000 kosten die. Aber das geht klar, denke ich. Aber ich würde sagen, das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Ich speichere dann mal hier eben ab. Speichern. Mein Spiel. 7. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Ganze gefällt, dann auf jeden Fall ein Like da lassen. Tipps und Namen für die Dinos unten in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.